Hallihallo, ihr hübschen Menschen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario 3D World. Mit Zombie als Mario, mit Maudado als Todd und mit Wintercracker als Luigi. Viel Spaß bei der Folge. Oh mein Gott, guck mal meine Laufanimation. Ich meine, wir gehen im nächsten Level die Game Over. Obwohl, wir haben 15 Leben geschenkt bekommen. Du bist so destruktiv, Maudado. Wow. 15 Leben ich muss sagen, Game Over gehen, das ist eine der lustigsten Sachen. Ja. Was war das bitte? Mich auch das war im Ingame. Ich dachte gerade, es wäre bei Maudado im Hintergrund. Ich bin eine Taschenlampe. Gleich. Okay. Oh. Warum gibt's das nicht? Nein, ich war... Okay. Mario Maker Online. Richtiger Spin, Luigi. Hä? Warum hat der Boden sich bewegt? Ja, das ist ultra unfair. Mario wusste das. Oh. Man kann die töten, wenn man die anleuchtet. Hallo? Warum? Was ist denn mit Luigi los? Hat du immer... Ich sicher, dass wir Game Over brauchst gehen. Du einen Snickers? Oh. Nein, das ist ein Luigi-Knopf. Du darfst nicht weitergehen, Luigi. Da war ein Luigi-Knopf. Luigi, du musst auch den Luigi-Knopf. Wie ist das eigentlich im Solo-Play? Musst du dann das Level nochmal machen oder kannst du die Charaktere wechseln? So Donkey Kong 64-Style. Wie? Ja, aber wenn das ein Luigi-Knopf ist, aber du bist als Mario hier drin, was machst du denn dann? Wenn du raus und bist als Luigi. Die Level gehen eine Minute, wenn man da. Oh mein Gott. Wow. Luigi, wir brauchen den Luigi-Knopf. Ja, ich wurde gerade weggespinnt. Also du musst das Level dann nochmal machen. Du kannst nicht im Level deinen Charakter wechseln. Ja, okay. Genau. Luigi! Ja, ich brauche eine Taschenlampe. Du hast zweiten Controller da liegen und beschwörst einfach Luigi. Luigi! Soll ich da hoch? Springen! Du kannst hier einfach rüber. Luigi, let's go. Mach mal Platz. Stempel. So. Ich schrieß. LOL! Die Taschenlampe funktioniert in der... Was passiert hier? In der Bubble. Das ist ein Stern, das ist ein Stern. Ich bin tot. Ah, halt im Spiegel! Im Spiegel ist der Stern! Ja, ich wollte gerade sagen, das ist voll cool gemacht, dass das alles ein Spiegel ist und dann ist der Stern aber im Spiegel und dann, naja. So, kommt die nochmal zurück? Was denkt ihr? Ah, da. Ja, wenn es kein Scroller ist, muss es ja zurückkommen. Oh, haben wir noch eine Taschenlampe? Nee, oder? Nee. Luigi hat mich umgebracht und dabei gerufen. Mann, das ist so unfair, dass man sich nicht umdrehen kann. Pau. Ich glaube, man braucht für irgendwas die Taschenlampe, das war echt kacke. Shit. Vielleicht kriegen wir hier nochmal eine Taschenlampe? Mhm. Nee. Wir gehen hier wirklich fast Game Over. Ja. Krasse Sache. Warte. Oh. Offensichtliche große Fläche. Das ist nichts? Okay. Wir können nochmal zurück. Was siehst du, Lampe? Erleuchte mich. Ach, ich Wand. Hier ist, war hier nicht gerade irgendwas? Nee, wenn, dann müsste man hier vielleicht hochklettern oder so. Da ist was. Da, guck mal. Wow. Und da dann hoch. Same. Und jetzt? Nix. Nix. Cool. Eine offensichtlich große Fläche. Taschenlampe. Hä? Okay, okay, nice, Mann. Taschenlampe. Ich hab eine Taschenlampe. Das auch. Ja, ich bleib in der Bubble. Gottes Willen. Ich bin... Okay. Das leuchtet halt als Bubble weiter. Oh, nein, Mario. Gut gemacht, Mario, gut. Schade. Ich hab euch hintergesaugt, aber wurde auch gebabbelt. Oh, Mann. Dieses Game. Ja, Taschenlampe. Small in die Kumpel. Was ist das so fast? Fast and Furious 9 Mario Style Edition. Jetzt bin ich. Ach ja, es ging wieder weiter. Okay, rüber, rüber. 2, 1. Oh, zu früh. Sehr gut. Und da ist auch das, noch eine Tür. Da sind wir noch Twin dran. Ja, aber da kommen wir, die Tür kommen wir bestimmt gleich da weiter. Boah, da braucht man eine Taschenlampe, ja. Oh, ich hab keine. Ja, Pech. Klaus, wieso hast du den einen Geister bei dir nicht tot? Ich weiß nicht, was ich gedrückt habe. Ich habe irgendwie 5 Geister gekillt in der Zeit. Ich habe erstmal 10 Sekunden gebraucht, um zu raffen, dass man länger auf die halten muss. Oh, welche Tür? Unten, Mitte. Und dann... Oh, mein Weg war, glaube ich, richtig. Ja. Nee. Wo bin ich? Ah, doch. Ja. In der Tür. Tot war richtig. Links. Unten. Unten, links. Drauf. Ich laufe mal schneller, ich will nicht drauf. Oh, Gottes Willen, das ist ja... Guck mal, wie ich die töte. Alter, wir haben alle verschiedene... Maudado. Ja, wir haben alle verschiedene Farben, ja? Ja, ist auch cool. Ich glaube, hier am Ende gibt es dann Sterne. Gibt es keine Farbe mehr noch hat. Ja. Bitte no beef. No beef. No, no beef für Rino. Außer mit Maudado. Ehre. Ich hab Maudados Leben gesügt und ich spawne. Oh. Der ist zielsuchend? Nein! Das ist schon das 17. Mal, dass der... vorkommt. Ja, aber die haben wir halt immer irgendwie vorher getroffen. Ihr müsst kurz sein und dann pauen. Ich geh mal auf den drauf. Ja, perfekt. Ah, da. Ist der Stern. Ja, aber dann brauchen wir den Stern. Oh, nicer Backflip. Oh, das ist okay, nicht gut. Das ist gar nicht gut. Es hieß, wir brauchen Zombie, das noch klatschen? Ja. Ultra-Klatsch. Ultra-Klatsch.
Hab den Knopf gedrückt. Nice. Hab das Wichtigste geschafft. Oh, chillig. Das Level habe ich richtig Bock nochmal zu spielen. Ja, ich auch. Habt ihr gesehen, wie ich den Knopf getroffen habe? Nee, ich hab kurz die Augen zugemacht. Ich hatte Tränen in den Augen. Das war sexy. Ja gut, da freue ich mich. Ja, das war definitiv. Entschuldigung, da bin ich ins Luxemburgisch gerutscht. Jeder, Mann, war das Luxemburg? Das war, glaube ich, das war kein echtes Wort, ne. Nein, ich war nur. Joke. Nein, gib mir das. Ich niemals diese scheiß Lampe haben. Nein, ich kann nichts für Mario! Und wir brauchen nicht Luigi, wir müssen alles Mario? Wieder einsammeln. Luigi hat es einfach verfehlt. Luigi, stopp. Du musst den Knopf drücken. Sehr schön, gut, Luigi. Mit den Großen. Und easy. Oh, easy Money. Ihr müsst springen. Ihr müsst springen, bevor ihr landet, sonst kriegt ihr Fallschaden. Das könnt ihr euch auch für einen Flugzeugabsturz merken. Wenn ihr mal im Flugzeugabsturz dabei seid, einfach bevor das Flugzeug landet, einmal in die Luft springen. Ein paar Meter vorher. Oh. Achso, da rechts wieder rüber. Den Sprung schaffe ich eh nicht. Oh, cool. Geil. Wer hat mich gerade hochgehoben? Ich hab dich hochgehoben, aber du bist runtergesprungen. Mal, ne? Ah, wow. Nice. Zwei. Dann leuchte ich die. So, jetzt muss ich ein bisschen näher. Dann leuchte ich den. Alter, bin ich froh, dass ich nicht derjenige mit der Taschenlampe war. Ja, ich weiß schon, in eine Richtung sich drehen zu einem Gegner ist halt insane. Ja, mein Controller ist halt hardcore buggy, ne? Schaffe ich es da drauf zu landen? Nö. Achtung, die sind zielsuchend. Weiß mal wieder keiner. Oh, du hast sie aber in der Luft getötet. Ja. Move. Danke. Ich schaff's nicht. Den nächsten werde ich auch in der Luft töten. Ich wollte ihn vorher töten, aber ich hab's gesehen. Daneben gefallen. Oh nein, ich bin auch wegen Kopf gefallen. Oh nein. Ich bin gerade. Nein. Egal, wir zeigen das. Wir haben ja gerade an der Stelle irgendwie 70 Leben. Könnt ihr das nicht auf mich schieben? Ich brauch euch. Kann der nicht mehr spawnen? Nein. Kann der Luigi, wir brauchen deinen Pilz. Hol mal den Stern. Okay. Ich seh mich nicht. Okay. Oh. Du hast alle Punkte, Luigi. Oh. Mit einem Victory Royale. Ja, dann müssen wir ihm die 10.000 wegnehmen. Ja. Nein! Hui, der fliegt da weg. Nice. Du kannst in der Aufnahme richtig sehen, wie die Flagge mich so angesaugt hat. Ich bin richtig weit daneben gewesen. Ja, die Flagge hat... Der Sticker passt so gut. Oh, super gut. Geil. Todd? Was? Ja, ich hab den letzten Stern genommen. Ja, krass. Hätte ich die 10.000 Punkte, hätte ich gewonnen. Ja. Ey, so eine Scheiße. Tja. Oh! Seid ihr ein bisschen hyped? Fragt ihr euch auch. Ah, das ist das Level, was so schwer ist. Ah, das Lava-Level. Ja. Cool. So. Obwohl, nee, ich glaube, das kommt später nochmal ein schwerer. Okay, in den Special-Welten. Falls es die gibt. Ich weiß noch nichts. Ja, ich weiß auch nichts. Nochmal. Oh. 10 Sterne. Oh, Alter, sind das viele Sterne. Ja. Das schmeckt. Aber die Partyfläche gefällt mir hier. Hier können wir ein bisschen raven. Okay, ich suche Luigi, ihr holt die Sterne. Was meinst du mit, du suchst Luigi? Den ja, Luigi. Level? Nee, Luigi. Okay, also das heißt nicht, du rennst Luigi hinterher und wirfst ihn die ganze Zeit runter. Doch. Weil ich verstecke. Katzenpower. Oh. Also, kann ich nur empfehlen. Ehre. Ja, schnell. Sehr gut. Ich habe Luigi gefunden. Wo? Ich bin hier. Ja. Was da oben? Blumen. Nix. Es geht nicht automatisch weiter? Nee, müssen in die nächste Box rein. Da unten ist so eine Box. Da unten kann man bestimmt stampfen, Maudado. Jetzt sind wir schon in der Box. Nee, du bist eigentlich erst reingehüpft, nachdem du es gesagt hast. Nein, ich bin nicht reingehüpft. Doch. Nein, du bist reingehüpft, Cracky. Nein, du warst vor mir drin. Nein. Cracky. Soll ich reingehen? Siehst doch, dass Todd sich gerade hier wehtut. Ja, aber ich will Todd ja nicht aufhalten, ne? Warum nicht? Was? Nein. Wenn Todd daran Spaß hat. Oh, ich stehe da hoch. Ja. Diese Rätselhäuser sind so cool. Das, was da tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Das war alles gut. Da war nix. Okay. Ach, das sind dieselben Level, die werden immer schwerer. Ja. Aha. Ach so. Gut, dass wir das vorher schon gescoutet haben. Ja. Aber es kommt nicht. Ja, war alles Maudados Arbeit. Oh oh. Hey, Luigi, kannst du aufhören, mich aufzuheben? Ist halt doof am Anfang, weil jeder losläuft, ne?
kannst halt vorher schon die Taste gedrückt halten. Ja, das stimmt. Aber das wäre zu smart. Oh shit. Boah. Ich gebe jetzt meinen Katzen-Power-Up nicht mehr, oder? Nein, ja. Okay, ja gut. Dann kannst du. Der Luigi ist dabei. Ganz gut kann sabotieren. Ich nicht mehr spielen. Oh, falsche Route. Oh oh. Geheimnis, ja. Geh da rein. Nein, Luigi, geh da rein. Warum? Oh, danke. Wie geht das? Luigi, ich bin so unglaublich. Okay, so langsam krieg ich echt Angst. Jedes Mal, bei die, wenn wir auf dieser Map fahren. Oh oh, ja, ich bin schon tot. Todd hat es noch auf meinen Kopf gehüpft, Hilfe, aua. Todd, du musst es schaffen. Todd, mach ein paar. Ja, mach ich. Oh oh. Müssen wir jetzt alles nochmal machen? Jo. Oh, okay. Schade. Aber wenn dann kannst du sie behalten, die du gesammelt hast. Cool. Versuch auch die übrigen Sterne. Let's go. Nochmal alles von vorne. Ernsthaft? Ja, klar. Jo. Oh mein Gott. Okay, Leute, so, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Ich geh ein bisschen weiter an die Seite, damit ich nicht in euch drin lauf. Ja, dann geh ich links. Shit. Genau, an die Seite, wo ich hingehe. Wo bin? Ja. Nein, hier ist ja. Oh, okay, Maudado darf. Maudado, Maudado, Maudado. Sehr gut, sehr gut. Maudado, Maudado, Tier. Ja. Ach, stimmt. Einfach besser als Char. Maudado schummelt. Ja. Ich schummel nicht. Todd Diff. Dafür kann Luigi besser werfen. Maudado spielt einen Noob-Charakter. Du spielst einen Noob-Charakter. Ich würde sagen, Todd ist der Schwerste. Ich würde sagen, Peach ist der Schwerste, wenn ich mir das so angucke vom Playstyle her. Man denkt, dass Peach die einfachste ist, weil man so einen Safe hat und so, aber das macht sie gerade schwierig. Hm. Dann wird man leichtsinnig. Genau, ja, man wird leichtsinnig. Ja, Todd ist halt, Todd ist rutschiger. Luigi ist auch ein bisschen flutschiger, ne? Ja. Mario ist halt der Kindercharakter. Ja, Mario ist der Noob-Charakter. Bin der Normie. Deswegen hat Zombie auch immer so viele Punkte. Ja, ihr kriegt dreifache Punkte. Dann wäre es einfach gut. Oh Gott, was geht hier jetzt ab? Hallo? Was ist denn? Warum ist er denn schlecht gelaunt? Was hat ich ihm denn getan? Warum seid ihr alle tot? Weil mich ein Stein umgebracht hat. Ui, oh, ah, so. Warum seid ihr alle tot? Alle tot? Alle genau an derselben Stelle. Oh, schade. So, ist lieber am Anfang vom Level als mittendrin. Das stimmt. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Schaut auch in die Beschreibung rein, da sind die anderen drei verlinkt. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.